So Leute, jetzt haben wir ziemlich viel Zeit, um uns diesem Level zu widmen, um zu schauen, wie es denn funktioniert. Ich habe es einmal habe ich es sichtbar bekommen. Die Frage ist, das reicht schon. Okay, das reicht tatsächlich. Problem ist, jetzt brauche ich, okay, jetzt brauche ich nur die drei, ich verstehe. Ja. Father, I'm coming for you. Trotzdem funktioniert das nicht so ganz, ne? Wir haben zwar, aber seins funktioniert nicht. Ach, guck mal, ich bin ja auch ein Trottel. Das ist ja auch gar nicht rot, das ist ja orange. Ich Holzkopf. Ich bin ein absoluter Holzkopf. Mhm. Sehr gut. So, jetzt ist er wieder neu. Okay, jetzt verstehe ich's. Der blaue kann man ruhig hier bleiben. Sam geht hier hin, das kommt da und der kann mal hier bleiben. Sie steht noch nicht ganz drauf. Oh, das ist hier wieder das Falsche. Also mit Farben habe ich es gerade nicht so richtig, ne? Muss ich sagen. Da bin ich gerade nicht so, was das angeht, nicht so offen. Auf dem richtigen Weg. Wir brauchen Rot, Blau. Und jetzt brauchen wir das. Die anderen killen wir auch schon, das passt schon. So, wir geben ihm noch ein Upgrade. Für den Giftschuss. Es ist immer noch. Nee, noch ist es nicht astral. Jetzt ist es astral. Jetzt brauche ich alle. Und der wird immer wieder zurückgestoßen. Ist auch gut. Oh, der wurde ein bisschen weit zurückgestoßen. Wir müssen auf jeden Fall mal alle killen. Damit wir hier mehr bekommen. So, damit ist der Pumpkin gleich erledigt. Jetzt ist er wieder... Immer noch nicht astral. Immer noch nicht astral. Oh, der ist aber eine Weile. Eine Weile am Start. Jetzt wird er wieder astral, ne? Er ist immer noch nicht astral. Er ist immer noch am... Bekämpfbar. Wir machen es trotzdem mal. Wildy, er und sie. Der wird damit halt immer wieder ein bisschen geblockt, ne? Das ist dann geblockt. Wir können noch einen wilden Mob rufen. Und die leider nicht funktioniert haben, weil er wieder astral wurde. Bumm. Weg damit! Easy peasy, Ghostbusters! Verschwinde, elender Geist! Wir haben es wieder einmal geschafft. Wir sind unschlagbar. Wir müssen zurück zur Insel. Unschlagbar? Wir müssen das ganze Gold mal mitnehmen, was hier rumlag. Da lag nichts mehr. Wir müssen zur Insel. Welche Insel? Und wir kriegen auf jeden Fall noch eine Heldenschlagfähigkeit. Das ist gut. Heißt, wir können jetzt unserem... Wir brauchen die noch. Endschlag hat er. Hat sie auch. Sie hat es noch nicht. Und er auch noch nicht. Dann kriegt er das. Braucht keine Range-Erhöhung. Er braucht aber auch das nicht. Ist okay. Bonus höhere Projektil bei ihm tatsächlich gar nicht. Sehr nice. Und nur noch sie, Heldenschlagfähigkeit. Und dann kann man auch das, könnten wir auch das Achievement machen. So, was ist, wenn ich jetzt hier hingehe? Dann haben wir das geklärt. Er sagt, wir müssen zur Insel zurück. Und warum leuchtest du? Weil ich hier aufrüsten kann, der kann ich auch nicht. Kann man hier noch was Neues machen? Ich hatte auch im Steam-Forum gelesen, dass das Ende irgendwie so abrupt sein soll. Aber tatsächlich ist es nichts weiter hier. Na gut, dann versuchen wir einfach mal, um das jetzt nicht so schnell enden zu lassen. Noch weitere Sternchen zu holen. Ich meine, mittlerweile müsste es echt drin sein. Weil wir einfach so viele Runen und so viele Level jetzt haben, dass wir das alles locker schaffen sollten. Ja, ich weiß, dass ich das Level hassen werde.
Weiß, dass ich andersrum. Ich weiß, dass ich das Level hasse. Ich hasse es unglaublich. Please come back! Muss man aufladen, damit sie ihn vergiftet. Power up! Let's go! Grün ist, glaube ich, auch hier gewesen, ne? Oh, wir haben mal alle leveln. Und sollte das echt kein Thema sein. Jetzt haben wir wieder Blau ist da unten. So, okay, wenn wir sie alle hier hinbringen. Und nehmen wir auch den Giftschuss, um sie von der Regeneration zu befreien. Ja, auch, auf jeden Fall. Na klar, ein paar Bürger werden sterben, ist aber okay. Nein, kann ich jetzt nicht schon machen. Grün wieder. Ah, verkettet, okay. Problem ist natürlich, dass die hier langlaufen, ne? Das finde ich irgendwie ekelhaft. Freunde, geht mal dahin. So, da wir alles ein einziges Ziel haben, können wir uns dafür glücklich, dass es nicht mehrere Ausgänge gibt. Das finde ich gut. Ja, ja, ihr seid eh nicht da. Relax mal ein bisschen. Rot, schon wieder da hinten. Oh, hier ist massiv viel Gold gewesen. Wir laufen da lang. Ja. Bleibt mal schnell auf der Brücke hier. Ding, 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 ding. So, grün ist auch da oben gewesen. Nächste grün ist auch okay. Können wir Lynches jetzt vorbereiten? Dass ich jedes Mal eine easy Lynches jetzt raushaue. So. Dann. Machen wir da hinten kein Damage. Da braucht man eine Nöwe. Nö. Alter, wo sie ihre ganzen Kürbisse immer hin so. Bleib ich einfach stehen hier hinten? Ich kann ja auch stehen bleiben, oder? Probier's mal. Ich bleib auch mal stehen. Mach mal. Lass sie aber alle vorkommen. Wird bestimmt funktionieren, oder? Keine Stadt kommen wir hier, wenn wir sie alle auch mal auf 5 leveln. Jetzt habe ich über die ganzen Fähigkeiten. Genau, alles go machen hier. Leider kann ich die Wave tatsächlich immer nur starten, das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Sobald ich die andere gekillt habe. Das finde ich schade. Aber es gibt, wie ihr seht, super viel Gold. Brauche ich zwar nicht mehr. Ah ja, passt schon. Sam, hau raus! Okay. Die wurden alle so weit zurückgestoßen. Sam, komm mal her hier. Boah, Alter! Mashallah, der Wolf! Oh, teilt sich auf, nice. Ah, der Gold. Der Wolf bringt natürlich auch viel Gold. Die ganzen Helden bringen mal sehr viel Gold. Und oh, dieses Zurückstoßen ist ein bisschen nervig, ne? Komm ein bisschen hier hinterher. Ich zieh mal nicht nach vorne an. Am ah, nächster. Zack, zack, zack. Wird da noch ein Lynchus jetzt raus haben, aber. Ich will mal das sehen, was hier. Wie das aussieht. Okay, die werden alle zurückgeschlagen. Ach, okay. Werden alle gefreezed, alles klar. Okay. Das ist aber ein guter Skill. Muss auf jeden Fall seinen Schaden mal ein bisschen erhöhen.
Einfach so, ohne den Händler berücksichtigt zu haben. Doch, 20 Wellen müssen sein. Warum sind da noch so viele? Achso, das ist eine einzige riesige Wave. Holy shit, Alter. Die kommt auf jeder einzelnen Ebene. Aber das Gute ist, ich werde einmal eine Handschlagfähigkeit von Whitey nutzen und dann sind die eh alle am Arsch. Ja. Viva la Revolution! Was ist das? Wer zeigt mir nicht an? Okay, keine Ahnung. Viva la Revolution. So, hier ist Geld, 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 Geld. Will ich alles mitnehmen? Sehr schön. Wahrscheinlich nur mit einer Heldenschlagfähigkeit die Gegner killen, einen Boss killen. Wow, 25.000. Hier ist aber auch gut zum Farmen. 35.000. Und ihr seht, zack, 20 perfekte Waves und 58.000 Erfahrung. Das ist okay. Das kann man machen. So, Sams Haus hatten wir schon. Dann ist das das nächste. Wassermühle. Ein Orb-Rabatt auf Lilla. Und wir haben bisher nicht einmal diesen Schrein benutzt mit Diamanten, den ich eh unfair finde. Dann... Zack. Und... Zack. Bei den nächsten checken. Da die eher auf einem Ding sind, passt das schon. Okay, doch nicht so geil gewesen, oder? Doch, ist okay. No! Oha! Ich würde sie einfach mal alle vorschicken, oder? Also. Das Problem ist natürlich, dass ich hier. Über Wildy. Und nehme ich erstmal alle zu den Bürgern. Okay, das war vielleicht etwas überstürzt. Schade. Ich würde auch hier einfach stehen bleiben und dann darauf warten, dass die einfach alle kommen, weißt du? Hat ja wunderbar geklappt. Hat sehr gut funktioniert. Aber ich lasse die Bürger einfach sterben. War schon, ich bleibe aber hier. Ihm das doppelte Reichweite Upgrade geben, weil er hatte den Crit-Schuss, um halt alle instant killen zu können. Ah, wie die alle hin und her spielen, die ganzen Schüsse. Der Lynch-Schuss, muss ich sagen, gefällt mir sehr. Sam, hast du vielleicht wieder an? Ja, ist kein Bock. Oh oh. Der ignoriert den Vater unten erstmal, ja. Das finde ich ja weniger hübsch. Er ist halt ultra schnell, ne? Hat überhaupt nicht, ne? Das ist so lächerlich. Ah, nee, Leute, nee. Ich mach die vielleicht alleine, aber ich habe das jetzt keinen Bock hier zu machen. Das ist mir zu anstrengend. Die Story haben wir nämlich schon mal durchgespielt. Das ist wahnsinnig, finde ich etwas zu wahnsinnig gerade. Ich meine, wir haben alle Helden so krass gelevelt und selbst jetzt ist wahnsinnig so unglaublich schwierig. Das ist natürlich auch nicht mehr allzu viel bis dahin. Ist das der Turm gewesen? Nein, das Schloss gewesen. Ne? Ist ja, brauchen wir auch noch. Ich Bock drauf. Wie viele Wellen sind es hier? 50, okay. Na, theoretisch kann ich halt wieder hier machen, ne? Die Waves entweder alle klären. Nein, die bringt ja gar nichts. Ne? Hat man ja gecheckt gehabt. Wie viel Leben die Gegner einfach haben? Abartig. Abartig. Ich kann die leider auch gar nicht vorspulen, die Waves.
Waves. Tatsächlich, und das ist aber wirklich gut, um Geld zu farmen, muss man schon sagen. Ach schade, dass ich alle nicht starten kann, die Waves. So, ich könnte... Aber Heldenschlag ging nicht auf ihn, ne? Heldenschlag war nur für die Mobs bestimmt. Das sollte echt kein Ding sein. Aber ich finde schade, dass sie nicht starten kann. Das missfällt mir. Gefällt mir nicht so sehr. So, danach werde ich, glaube ich, mal dahinter laufen. Mit ihm einfach die ganze Zeit angreifen. Weil er kann kritten immer wieder. Falls ich gebraucht werde, sag Bescheid. Lange werden wir erstmal alle anderen aufstufen. Bei Lynchjustiz würde das funktionieren, wenn ich das time, dass er angegriffen wird. Probieren wir mal. Ja, er kriegt Schaden dadurch auf jeden Fall. Toll. Ah, das hat jetzt nicht funktioniert, ne? Ich glaube, oder? Doch, funktioniert auch. Ich glaube, er kriegt dadurch keinen Schaden. Sieht nach zu wenig aus, aber er kriegt auch dadurch. Wird auch dadurch anvisiert werden. Oh, das ist aber auch nice. Er wurde einfach gefreezed. Finally. Oh, das ist schon zur Hälfte down. Können wir hier wieder die Dings nutzen? Wird gefreezed, wird angegriffen die ganze Zeit. Oha, Alter. Schon böse, oder? Achso, Freeze ist wirklich böse, muss man sagen. Warte, wenn man das hier oben nutzen kann. Wie er einfach zerstört wird, Alter. Holy. Nochmal gefreezed. Er wird zweimal gefreezed. Das ist natürlich nice. Hätte man auch machen können in der letzten Wave, in der letzten Runde, dass man seinen Skill nutzt, weißt du? Warum wird er die ganze Zeit gefreezed? What the fuck? Oh, das war's schon. Easy peasy. Ja gut, das war einfach, ne? Ich habe halt nur 17 Waves gekillt. Kein Bonus dafür, dass ich ihn so schnell getötet habe? Voll unfair von euch. Machen wir noch das letzte auf 3 Sterne. Kein Problem, sagt das Spiel. Ah, der Unterschied zwischen schwer und wahnsinnig finde ich schon extrem krass, ne? So, was haben wir hier? Kommen wir sowieso alle mit der langen, ne? Der noch dazu. Ihm noch. Sie noch. Er noch. Damit geupgradet. Ich bin auf die Lynches jetzt gespannt. Achso, kann ich die Wave schon starten? Kann ich. Lynchjustiz, Alter, die rennen einfach 1000 Mal hier lang. Holy shit, Alter, wie lange rennen die denn bitte? Ja, genau, Alter. Holy. Alter, wie lang dieser Weg einfach ist, sieht man dadurch einfach mal. Wow. Ist einfach nur eine Wave, ne? Diese ganzen Gänge sind nur eine einzige Wave. Ist wahrscheinlich Gold ohne Ende farmen. Jetzt bräuchte man theoretisch die Range-Erhöhung, nicht die Projektile mehr, sondern wirklich die Range-Erhöhung von ihr, für sie. Nein, nächste Wave nicht, start doch kann ich. Let's go! Das war auf 5 bringen. Und ihr seht das ganze Geld, was hier rumliegt.
Einmal durch mit der Maus, schon wieder 200, 300 Gold mehr. Regenerieren sich dummerweise alle. Okay, er ist eine gute Map, um Geld zu farmen. Oha, was ist denn mit ihr los? Ich glaube, ich werde verlieren, oder? Weil ich mich einfach nicht so wirklich konzentriere. Alter, die heilen sich alle unendlich. Diese hässlichen Gegner. Oh, ich kann keine Wave starten, okay. Weiß nicht, wo die Gegner hier rauslaufen. Das ist auch super verwirrend. Ich kriege den Damage an, der ist einfach nicht existent, oder? Von ihr. Obwohl sie eigentlich super effektiv gegen die sein sollte. Oha. Heldenschlag overpowered. Die kostet aber 3850. Wildy ist natürlich auch geil. Und seht euch das Gold an. Ich habe locker schon 1000 Gold bekommen. Oh, nächste Wave hinterher. Oh, geht noch nicht. Aber das ist krass. I love it. So, vor allem man Freeze. Braucht man Freeze? Normalerweise heilen die sich alle. Das Gold. Einfach alle zurückgedrückt. Wie die einfach fast unbesiegbar sind, diese Gegner. Okay. Alle Freaks. Das Game ist auf jeden Fall nicht damit überfordert. Das finde ich schon mal gut. Ihre Fähigkeit finde ich jetzt nicht so hübsch. Sams Fähigkeit wäre vielleicht noch geil gewesen, ne? Gerade jetzt für diese Mission. Alter, der Schaden da hinten, holy. Okay, die heilen sich da komplett. Interessiert die einfach überhaupt nicht. Puh. Durch Gift konnten wir sie schwächen, aber es war unmöglich, sie zu killen. Na, okay, die Mission ist, nicht schaffbar, ohne dass alle Giftschuss haben. Alter, das ist so lächerlich. Guckt euch das an. Sie verlieren einfach kein. Oh. Das. Der Taste wollte ich jetzt nicht drücken. Okay, sie kommen natürlich auch in die Mitte, ist klar, dann werden sie sicherlich alle vergiftet. Aber das ist total krass. Dass die sich einfach so krass hochheilen. Aber wir kriegen ja gut Gold, also hier könnte man gut Geld farmen, ne, in der Mission. Komm, tötet sie! Oh, und die heilen sich wieder hoch, Alter. Das ist so lächerlich. Ah, ich hab verloren. Krass, Alter. Wirklich so viel Erfahrung. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war's gewesen. Wir haben jetzt den Rest noch ein paar Achievements, wo man einfach, ja, was haben wir denn hier sonst noch so? Ach, ist eigentlich auch egal. Ich werde sie vielleicht erfahren. Ich bin jetzt glücklicherweise kein 100% Achievement Hunter. Bin ich froh drüber, sonst würde ich jetzt hier noch ewig viel grinden und farmen. Ich finde tatsächlich aber, das Ende war etwas unspektakulär. Muss ich dazu sagen. Aber es haben sich viele auch beschwert. Oder, das heißt beschwert, haben sich gewundert. War es das jetzt? Hört, das war's? Und im Prinzip, naja. Da stand ja, yo, wir gehen jetzt zurück zur Stadt. So, dann hätte ich jetzt hier ein bisschen auch was erwartet, ne? Mal ganz so fertig, ich habe schon alles gelesen. Wir haben nicht mal alles gelesen, ne? Ich will nur mal kurz durchscrollen, dass ihr das zumindest für euch lesen könnt. Leichenkönigin, heilen und beschweren. Das hat er, glaube ich, schon, genau. Dr. Amalgam. Heilen. Das ist so widerlich, Alter. Der ist ultra schnell. Der hat einen Sprint. Genau, hier ist der Sprint.
Spawn andere an. Und das ist ja gegen die wir schon gekämpft haben. Fähigkeiten unbekannt. Aber auch die Schreine, die uns halt entsprechend weiterbringen. Reichweitenschreien, ne? Temposchreien, dass jeder verbufft, jeder schneller ist. Dass der Held, der darauf platziert wird, doppelten Schaden macht. Bewegungsschreien. Ach genau, hier ist der Bewegungsschreien, dass alle Dinge sind. Das Temposchreien. Okay, darauf platzierter Held ist schneller. Hier bewegen sich alle Helden schneller. Orbschreien kriegen halt, oder kriegen halt Orbs dazu. Ach, je höher der Helden, desto mehr Orbs und so. Ah, auch interessant. Und der Heldenschrein für jeden Einzelnen, ne? 50% Attack Speed, Schaden, Reichweite und Einstufe für alle Talente dazu, ist auch böse. Und dann noch die Stadt. Der Bürgermeister, das Rathaus. Mehr Erfahrung, ne? Mehr Monster töten, okay. Schmiede geben höhere Bonis. Bank wertet die Menge auf, um größere Mengen Gold umtauschen zu können, sowie die Umtauschraten zu erhöhen. Genau, größere Mengen Geld war ja ab Stufe 5 oder so nicht verbesserungsmäßig. Na, hier, Maximum war das gewesen. Nicht verbesserungsfähig so. Wir können ja mal gucken, ob wir das Rathaus zumindest irgendwie auf Max-Stufe kriegen, um zu gucken, was ist denn hier die Max-Stufe. 1050 ist nämlich am günstigsten. Lächerlich, wie viele Stufen es hier einfach gibt. Und das ist bei jeder so, ne? Das heißt also, die Schmiede kostet wahrscheinlich immer nochmal 10.000. Ja, klar, mach halt weiter. Nee, das ist mir zu dumm, ehrlich gesagt. Also hier müsstest du ultra viel grinden, um hier voranzukommen. Oder um wirklich alles maxen zu können. Ich glaube, es gab ein Achievement, alles zu maxen. Das hätte mich da auch noch interessiert, mehr Schaden zu kriegen. Das ist bestimmt auch Stufe 10, das Maximum. Wir hatten, glaube ich, jetzt sogar... 1, 2... Die Lynchjustiz hatten wir. Es fehlte eine legendäre Rune. Wir haben den Heldenschlag, den Giftschuss und die Lynchjustiz. Und eins fehlte noch. Was wir leider auch nicht kriegen werden. Na gut. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, das war's gewesen mit dem Let's Play zu Hero Defense. Ein sehr nice Spiel. Das ist natürlich irgendwann grinding-lastig geworden, muss man dazu sagen. Leider haben wir nicht alles Max-Level erreicht, ist aber nicht so schlimm. Wie gesagt, vielleicht spiele ich ein bisschen weiter für mich, um die Achievements zu kriegen. Aber es war ein sehr lustiges Spiel gewesen. Ein gutes Tower Defense-Game. Wo man halt wirklich nur seine Helden hatte, mit denen man spielen muss. Und die man natürlich verbessern kann. Aber einige Stats fand ich im Spiel tatsächlich zu krass. Zum Beispiel das Gift finde ich, die Heilung finde ich zu krass. Dass man gegen die Spinnen recht wenig tun konnte, fand ich auch krass. Das missfiel mir tatsächlich. Aber was ich an sich cool fand, ist, dass die verschiedenen Maps fand ich ganz gut, dass man die auf der Map auch sehen konnte. Dass sie wirklich hier so aussehen. Wie sie halt auch wirklich im Spiel dann gewesen sind. Das fand ich auch nice, dass wir wirklich eine komplette Karte hatten. Und dass man natürlich seine Stadt aufrüsten konnte, das fand ich auch mega gut. Ich liebe ja sowas, wo man sich verbessern kann. Hat natürlich ein bisschen grinden müssen. Schauen wir unsere Spielzeit mal an. 14 Stunden habe ich es insgesamt gespielt. Wir sind jetzt bei Part 24. Ich sag mal 20 Minuten, 480 Minuten. So bei 8 Stunden, wa? Das heißt, ich habe etwa 6 Stunden gegrindet. Wenn ich das richtig im Kopf gerechnet habe, auf die Schnelle. 6 Stunden oder 5 Stunden Grind ist natürlich schon krass, ne? Dass man immer wieder die neue gleiche Level machen muss. Hier kann man natürlich auch schon weitermachen. Dass man im Endlos-Modus weiter vorankommt. Aber es bin. Ach, guck mal, hier gibt's. Ach, guck mal, es gibt sogar wöchentlich Mills. Ah, das ist ja auch geil. Es gibt sogar Rewards. Beim letzten Mal ist es aber nicht angezeigt, oder? Ah, nicht spinnen, ich wollte drauf. Ich bin ein Trottel. Spinner Trottel! Ich wollte auf die Rangliste klicken, um zu schauen, was es da für Belohnungen gibt, ob die Belohnung gleich ist. Ja. Venny, 5. Achso, das bin ich gewesen. Ich will Platz 1. 999 Wellen, Supple Zombie Kitten. Rang 1 diese Woche. Kriegt dann entsprechend natürlich 10.000 Gold, 500 Juwele und eine Rune. Ist natürlich aber auch nicht viel, wenn man bedenkt, was einfach so ein Runenpack kostet, ne? Natürlich, das Ziel wäre jetzt natürlich auch, alle auf Gold zu bringen, ne? Einfach ein ultra krasses Kit zusammenzustellen, kriegt man auch mit genügend Grinding auf jeden Fall hin. Aber vom Let's Play her war es das erstmal gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen oder ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Nicht trotzdem, sondern auch. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel dann wieder. Haut rein, Leute, bis dahin. Ciao.